willkommen zur heutigen News for You-Ausgabe. Top-Film-News Spider-Man 3. Gerade erst haben die jungen Stars der aktuellen Spider-Man-Reihe die ersten Szenenbilder aus dem bislang behelfsmäßig Spider-Man 3 genannten Marvel-Abenteuer veröffentlicht. Dass sie dazu mit Spider-Man Phone Home, Spider-Man Home Wrecker und Spider-Man Home Slice auch noch drei Fake-Titel für den Film im Umlauf gebracht haben, hat direkt einen kleinen Trend losgetreten. In den sozialen Medien haben sich Leute mit eigenen witzigen Titelkreationen oder Visualisierungen der drei genannten Titel gegenseitig überboten. Bevor das Ganze nun aber völlig außer Kontrolle läuft, liefert Tom Holland höchstpersönlich nun den wirklich echten Titel der Fortsetzung zu Spider-Man Homecoming und Spider-Man Far From Home nach, der aber ebenfalls der bisherigen Linie treu bleibt. Der dritte Solo-Auftritt von Tom Hollands Spider-Man wird den Titel Spider-Man No Way Home tragen. Kurz News: Keepers Creepers. Über 15 Jahre nach Teil 2 legt Originalregisseur Victor Salva 2017 noch einmal mit Keepers Creepers 3 nach. Mit mäßigem Erfolg. Iron Sky-Macher Timo Wirenzola soll mit Keepers Creepers Reborn nun frischen Wind in die Reihe bringen. Zack Snyder's Justice League. Für seine Version von Justice League hat Zack Snyder ein neues Ende gedreht. Der Regisseur kündigte bereits an, dass es dort ein Cameo kommt. Nun sickert er auch durch, welcher Held dann auftreten wird. Spoiler: Es ist der Martian Manhunter. Top Gaming News: Vampire Bloodlines 2. Paukenschlag bei der Entwicklung von Vampire Bloodlines 2. Publisher Paradox Interactive trennt sich von dem bisher verantwortlichen Studio Hardsuit Labs. Im selben Atemzug wurde der Release des Rollenspiels auf unbestimmte Zeit verschoben. Damit erscheint Vampire Bloodlines 2 nicht länger 2021 und steht aktuell ohne Entwickler da. Dass man sich für die Arbeit an Vampire Bloodlines 2 vom bisher verantwortlichen Entwickler Hardsuit Labs trennt, gibt Publisher Paradox Interactive auf der offiziellen Webseite des Rollenspiels auch ganz offiziell bekannt. Konkrete Gründe für diese Entscheidung werden nicht genannt, dafür aber betont, dass diese Änderungen notwendig seien, um die eigenen Ansprüche für Vampire Bloodlines 2 zu erfüllen. Gleichzeitig wird hervorgehoben, dass sich das Rollenspiel definitiv weiter in Arbeit befindet. Momentan sucht Publisher Paradox Interactive nach einem neuen Studio. Genauere Informationen bezüglich potenzieller neuer Partner gibt es allerdings noch nicht. Nach mehrmaligen Verschiebungen sollte Vampire Bloodlines 2 eigentlich dieses Jahr erscheinen. Mit der Trennung vom bisher verantwortlichen Entwickler kann dieses geplante Veröffentlichungszeitraum nicht länger eingehalten werden. Der Release des Rollenspiels ist damit auf unbestimmte Zeit aufgeschoben. Kurz News: Valheim. Im Survival-Spiel Valheim sammelt ihr mit der Zeit viele Gegenstände ein, darunter Ressourcen, die ihr beispielsweise für den Bau eines Hauses oder für das Crafting neuer Ausrüstung wie etwa die Wolfsrüstung braucht. Irgendwann ist das Inventar aber voll und es fällt schwer, die Übersicht zu bewahren. Hier kommen nun drei interessante Mods für den Steam-Hit ins Spiel. Monster Hunter Rise. Nach Monster Hunter World hat Capcom nun überraschend den PC-Release von Monster Hunter Rise angekündigt. Das bringt durch neue Mechaniken ordentlich Tempo ins Gameplay. Technik News: Radeon RX 6700 XT. AMD will es in wenigen Tagen die neueste Ergänzung zu den Radeon RX 6000er Reihe vorstellen. Wie das Unternehmen auf Twitter bekannt gab, soll die neue Karte im Rahmen der neuesten Ausgabe der Präsentationsreihe Where Games Begins beleuchtet werden. Einen Termin gibt es auch schon. Am 3. März gegen 17 Uhr deutscher Zeit soll das Geheimnis um die neue RDNA 2 Grafikkarte gelüftet werden. Zu sehen ist das Foto einer RDNA 2 Grafikkarte mit zwei Lüftern. Wenn man den Gerüchten der Seite Videocards glauben mag, könnte bei dem Event am 3. März die Radeon EX 6700 XT vorgestellt werden. Spekuliert wird doch auf die Radeon RX 6700. Das Design und einige Spezifikationen der angeblichen neuen Karten von AMD waren schon vor Monaten durchgesickert. Ob es sich bei Where Gaming Begins Episode 3 aber wirklich um die Radeon RX 67 oder Radeon RX 67 XT dreht, ist jedoch noch nicht gewiss. Der Hersteller sprach in seinem Tweet nur grob von der Radeon RX 6000er Familie. Kurz News: Asgard. Der chinesische Hersteller Asgard hat seinen ersten DDR5 Arbeitsspeicher angekündigt. Vorgestellt wird ein DDR5 4800er Modul mit einer Kapazität von 64 GB, einer Spannung von 1,1 Volt und 40er Timings. Gedacht sei das Modul unter anderem für Intels Alder Lake.
RTX 3060. Die frisch erschienene RTX 3060 hat erwartungsgemäß das gleiche Problem wie alle anderen aktuellen Grafikkarten. Das zeigen die ersten Verkaufspreise bei eBay. Bei eBay Deutschland wurde die RTX 3060 bislang für Preise zwischen knapp 700 und über 800 Euro verkauft. Das war die heutige News for You-Ausgabe. Euch ein ganz tolles Wochenende. Hinterlasst doch gerne Feedback und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Ciao, ciao, euer Ed.